Hi und willkommen bei mir, LurchiNr.1, und heute habe ich ein Video, wo jetzt viele sich heute denken werden, was ist denn das für eine Scheiße mit Rockstar eigentlich? Weil ich habe euch Dinge, die zum 1.38 ins Spiel gebracht werden, das werdet ihr mir so nicht glauben, aber es ist Tatsache. Deswegen schaut euch das Video unbedingt einmal an. Und fangen wir mal mit diesem Helikopter an, nämlich mit dem Savage. Wenn wir dem Savage mit einer Handfeuerwaffe 5 Schuss verpassen, 5 lausige Schuss, dann ist dieses Flugzeug, Helikopter, wie auch immer, zerstört. Geben wir noch einen 6. Schuss ab, dann explodiert die Scheiße. So, das war der 5. Schuss. Ich lade nochmal nach. Jetzt kommt der 6. Schuss. Ne, oder? Ne, 6 Schuss hatte ich. 6 Schuss. Na, ist ja wurscht. Hab jetzt auf dem Bild nicht mitgezählt, zumindest. Der Savage, der hat mal einiges weggesteckt. Der hat mal richtig was weggesteckt als Kampfheli. Und jetzt, zum Update 1.38, wurde dieser Helikopter, der Savage, so weit runtergestuft, dass ich ihn mit einer Handfeuerwaffe mit 5 Schuss platt machen kann, Leute. Das glaubt ihr mir nicht, das ist aber so. Und dann habe ich euch in diesem Video noch ein paar Dinge, das werdet ihr mir nicht glauben, aber ich habe es heute durch Abonnenten wie euch erst auch erfahren und habe es erst gar nicht geglaubt, aber ihr werdet erstmal den Mund offen haben gleich. Passt mal auf, Leute. Und zwar, wenn die Cops auf euch zukommen mit ihren Copwagen, also mit ihren Polizeiautos, habt ihr es gewusst, dass ihr in Zukunft mit Cop-Autos bzw. mit Polizeiautos in GTA 5 nicht mehr fahren könnt? Jetzt denkt er bestimmt, erzähl kein Bullshit, Alter. Aber passt mal auf. Und ich werde aus dem Wagen rausgeknallt. Ich kann nicht mehr einsteigen und oben links steht, ich hätte keinen Zutritt zu diesem persönlichen Fahrzeug, Mann. Jetzt werden sich viele denken, boah, nein. Doch, ich zeig's euch nochmal. Ich steige jetzt in dieses Polizeiauto ein und werde sofort wieder rausgekickt. Bams! Und ich komme nicht mehr rein. Das ist kein Witz, Leute. Das ist kein Joke. Das ist hier nicht der 1.4., wo ich jetzt gleich sage, hier, April, April und so weiter. Das ist kein Witz. Rockstar hat zum 1.38 den Zugang zu Polizeiautos geschlossen. Nicht nur, dass die sowieso geblacklistet sind für jede Garage. Es kommt jetzt noch hinzu, dass wir noch nicht einmal mehr mit diesen Fahrzeugen fahren dürfen. Es funktionieren nur noch die FBI-Wagen, die funktionieren noch. Also wenn diese Geländewagen ankommen, mit denen könnt ihr noch fahren. Ihr könnt aber auch mit den gepanzerten Fahrzeugen von der Polizei, könnt ihr auch noch fahren. Aber mit Polizeiautos direkt wie diesem hier, kein Einsteigen mehr. Es geht nicht mehr. Rockstar hat uns das verwehrt und aus dem Spiel genommen, dass wir mit diesen Fahrzeugen fahren können. Jetzt denken sich viele, was soll die Scheiße? Leute, es kommt noch dicker. Verpasst hier in diesem Video bitte nichts und guckt euch das Video bis zum Schluss. Ihr werdet euch nochmal umgucken, was Rockstar noch alles geändert hat. Ihr denkt, das mit den Cop-Autos war schon der Gipfel der Frechheit? Dann kennt ihr unsere Kollegen von Rockstar noch nicht. Denn das ist noch nicht die, wie soll ich sagen, die Spitze des Eisberges. Ich zeige das jetzt hier nochmal, weil sonst kriege ich es echt nicht auf die Kette. Ich steige in das Auto ein und ich werde wieder rausgekickt. Und oben links, ich hätte keinen Zutritt zu diesem persönlichen Fahrzeug. Ich bringe mich jetzt einmal um, Leute. Und dann zeige ich euch was. Denn das ist nicht alles, was ich euch zu berichten habe. So, ich habe mich einmal umgebracht und zufälligerweise kommt jetzt ein Krankenwagen. Ich erschieße mal eben den Fahrer. Und jetzt, Leute, jetzt kommt der Gag hoch 10. Passt mal auf, ich mache noch eben hier den Sanitäter platt. Und jetzt steige ich in den Krankenwagen ein und jetzt passt ganz genau auf. Und ich werde aus dem Fahrzeug gekickt. Und wenn ich wieder versuche einzusteigen, entweder orientiert sich mein Charakter um oder es steht oben links, du hast keinen Zutritt zu diesem persönlichen Fahrzeug. Sagt mal ehrlich, Leute. Will Rockstar uns eigentlich jetzt grundlegend verarschen? Es ist GTA! Das Spiel heißt doch GTA! Wir dürfen jetzt nicht mehr mit Krankenwägen fahren. Mit Polizeiautos nicht mehr fahren. Was ist das für ein Bullshit, Leute? Schreibt's mir in die Videokommentare, was ihr davon haltet. Ich finde, das ist eine Frechheit. Sie bringen uns ein Update mit 1.38, was mal grundlegend für die Tonne ist. Jeder, den ich kenne, beschwert sich über das Update 1.38 und jetzt muss ich sowas hier sehen. Was haltet ihr davon? Findet ihr das genauso frech wie ich? Schreibt's mir in die Videokommentare. Und jetzt kommt der Burner des Ganzen, Leute. Kennt ihr dieses Fahrzeug? Diesen BMW, wo immer spawnt, so um 10 Uhr abends beim Eclipse Tower. Schaut euch mal das an. Ich steige ein und werde aus dem Auto geschmissen. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, nein. Oh doch, Leute. Jedes Fahrzeug in GTA 5, was wir früher als vorgetuntes Fahrzeug im Spiel hatten. Das war der Sentinel zum Beispiel. Also dieser BMW-Verschnitt, den gab es damals in diesem Lila und in diesem Gelb. Kennt ihr alle, Leute. Erzähle ich euch bestimmt nichts Neues. Ich fahre jetzt hier nochmal ein, zwei Runden, damit ihr seht, dass der neu spawnt. Ich zeige euch das nochmal. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber Rockstar hat uns den Fahrzeugzugang genommen. Das heißt, wir können diese Fahrzeuge nicht mehr besitzen. Wir können sie nicht mehr entern, einsteigen und in die Garage fahren. Funktioniert nicht mehr. Hat Rockstar geändert? Haben sie Angst gehabt, wir hätten da zu viel Knete verdient? Aber ihr kennt es doch alle noch. Wir sind um 10 Uhr abends um den Eclipse Tower drumherum gefahren. Mit einem BMW, Sentinel, wie auch immer. Und dann ist hier entweder eine gelbe Version oder eine lilane Version gespawnt. So wie bei mir jetzt. Bestes Beispiel. Schaut hier. So, dann sind wir damals immer hergegangen und sind in dieses Auto eingestiegen und haben es in die Garage gefahren. So, was ist jetzt? Ich werde aus dem Auto gekickt, Leute. Jedes vorgetunte Fahrzeug in GTA 5 ist nicht mehr betretbar. Vorbei, Vergangenheit. Ganz ehrlich, liebes Rockstar-Team, habt ihr eigentlich irgendwie granatenmäßig momentan was an der Waffe? Ganz ehrlich, spinnt ihr? Ich werde vielleicht die Tage nochmal bei Rockstar auch anrufen und nochmal so ein Video drüber machen, weil ich finde, jetzt ist langsam die Grenze erreicht. Ich kann ja echt viel verstehen, aber das verstehe ich persönlich nicht. Wir dürfen kein Polizeiauto mehr fahren, wir dürfen keinen Krankenwagen mehr fahren und die vorgetunten Fahrzeuge, die wir seit Jahr und Tag in GTA fahren dürfen, werden wir jetzt auch rausgekickt. Kann sowas sein, Leute? Darf es sowas geben? Was sagt ihr da dazu? Schreibt mir das mal in die Videokommentare. Ich würde mir gerne eure Meinung dazu anhören. Bei allem, was recht ist. Aber macht das Spiel nicht uninteressanter, wenn wir mittlerweile noch nicht einmal diese Fahrzeuge mehr fahren dürfen? Was sagt ihr da dazu? Schreibt mir das bitte einmal in die Videokommentare. Hier habe ich nochmal den BMW. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Ich versuche jetzt nochmal in diesen Sentinel oder BMW oder wie man es nennen möchte. Ich steige jetzt dort ein. Das war früher sogar mal ein Money-Glitch von ganz dummen YouTubern, die gemeint haben, da kann man Knete mitmachen. Aber scheiß drauf. Ja, zumindest passt auf. Zack, eingestiegen und sofort wieder rausgekickt. Und da gibt es noch mehr. Der Dabster 4x4. Der Dabster 4x4 fährt auch irgendwo getuned rum. Den hat man sich damals klauen können und in die Garage stellen. Und jetzt? Also, als mir das ein Abonnent gesagt hat, ich wollte es nicht glauben, aber es ist so, Leute. Und ich finde, das ist eine Frechheit. Ich reg mich da echt auf, Leute. Ich reg mich da wirklich brutal auf, weil das ist so hirnrissig, da fällt mir echt nichts mehr drauf ein. Ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich es jetzt nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Schreibt mir in die Videokommentare, was ihr davon haltet. Ich bin raus. Euer LurchiNr.1. Macht's gut. Bye. Suppose a group hug's out of the question?